was wir hier wagen, heißt, der Bischof bittet Leute, mit ihm zu sagen, wir entscheiden das zusammen. Es geht um Zukunft, es geht um Chancen für Menschen, die nicht da sitzen, die auch, wenn sie da säßen, vielleicht gar nicht mit den Fragen so arbeiten würden, aber für die wir einen Dienst tun wollen. Relativ schnell hat der Synodalkreis ein eigenes Wir-Gefühl entwickelt, auch ein wirkliches Bewusstsein dafür, dass wir die Verantwortung haben, dass wir jetzt aber auch ein Stück die Souveränität haben, das zu lenken und zu entscheiden, was uns aufgetragen ist. Wir haben eine Methode gefunden, die Zeit kostet und die auch Disziplin kostet. Wir mussten uns ein bisschen eingewöhnen, haben aber im Grunde klar, dass dort Beschlüsse gefasst werden müssen, die von allen gemeinschaftlich getragen werden und nicht durch eine demokratische Mehrheitsentscheidung getroffen werden. Und das führt dazu, dass bei Widersprüchen wir gemeinschaftlich nicht danach suchen, dass eine Person sich durchsetzt, sondern dass eine Entscheidung dabei herauskommt, die von allen mitgetragen werden kann. In der Synodalversammlung wird es ja auch darauf ankommen, dass die Räte in unserem Bistum dazu kommen können, das wahrzunehmen, was vom Kirchenrecht her gesichert ihre Rolle ist. Und das ist jedenfalls der Traum, den ich habe, dass die Synodalität dann wirklich dann auch dazu führt, dass auch die Räte spüren, hier ist etwas Neues geworden, das einen Reiz hat, wo alle oder ganz viele beigetragen haben, und das ist zustimmungsfähig. Da entstehen die entscheidenden Richtungsanzeigen, die der Synodalkreis mit zu bedenken hat. Wir wollen alle gewinnen.